Ja, ich habe wirklich das ultimative 5 Girls Pack gezogen. Was ja traumhaft für dich, oder? Schatz! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder Marcel an meiner Seite. Und Leute, ich hatte es schon mal angekündigt. Ich bin ein Sticker in einem Sticker-Album. Das bringt kein Placement, das ist wichtig. Ich Genau, mache mir ja. freiwillig das Video. Ja, genau, das mache ich freiwillig, weil ich mich darüber voll freue. Und ich habe auch bei Hey Aaron gesehen, der hat auch so die Sticker ausgepackt und wir wollten das eigentlich auch machen. Er kam Wir wollten das schon natürlich vorher machen. Super. Das ist zum Beispiel auch Kapi drin, aber nicht KS. Also Ja. und auch Barit, aber nicht InScope. Also ich Massi, aber nicht Anton. Ja, genau, man sieht daran, glaube ich, dass einfach die Leute, man sieht einfach, wer seine Business-Mails hin und Man wieder sieht checkt. Einfach, wer die Websters sind und wer nicht. Nein, nein, man sieht wirklich, wer ein faules Schwein ist und der ist nämlich nicht drin und normale Leute sind drin, die sich gekümmert haben. So einfach ist das. Man hätte Ja. nicht nur ein Foto hinschicken müssen. Naja. Auf jeden Fall gibt es am Ende des Videos noch eine Verlosung. Sie ist jetzt nicht so mega riesengroß, aber sie ist schon ganz cool. Und zwar lose ich nochmal ein zweites Exemplar dieses Sticker-Albums, aber ohne die Sticker, weil Marcel will sie unbedingt auspacken. Klar. Aber auf jeden Fall kriegt ihr einen Sticker von mir dazu. Leute, das ist auch so der ein Special ist. Mann, hallo. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, dann gewinnt ihr vielleicht dieses Heft hier. Wir werden halt auch ein bisschen über die YouTuber talken, die wir so aus den Packs ziehen. Genau. Gestern habe ich schon ein paar geöffnet, kann ich euch gleich zeigen. Ja, nein, wir packen jetzt neue aus. Ja, ich will nur ein paar coole zeigen. Hier ist deiner. Aber meiner ist einer von, glaube ich, 22 oder 24 holographischen von knapp 200 oder wie viele sind da drin? Auf jeden Fall voll, voll cool. Ich habe mich so mega darüber gefreut, dass meiner so holographisch ist. Ja, der ist auch, also ich finde auch deiner sieht am besten aus von allen, so was ich bis jetzt gesehen habe. Übrigens könnt ihr die Sticker auch online kaufen. Und zwar habe ich euch da mal einen Link in die Infobox gepackt. Da kriege ich ein bisschen Provision, wenn ihr ihn darüber kauft. Also falls ihr mich unterstützen wollt, kauft das Album gerne darüber, ist nicht teuer. Ansonsten auch, glaube ich, an jedem Kiosk, sofern ich das verstanden habe. Geil, gell? Oh, und dann habe ich hier Victoria Sarina, die Victoria. Ich feiere die ja so hart. Ich gucke mir immer deren Videos an, weil die so richtig girly shit machen, was einen irgendwie immer richtig chillt. Die wirken so richtig lieb. Ich habe jemanden, den ich nicht kenne. Dann habe ich Marvin Munificent. Den habe ich auch. Dann habe ich so einen, den ich auch nicht kenne, Falco Punch. Dann habe ich Heiko von den Lochi. Ich habe noch Tobi Wolf. Mann, Schatz, ich möchte einfach nett sein. Das ist die traurigste, das ist eh schon die traurigste Verlosung der Welt. Ja, und irgendjemand freut sich doch bestimmt darüber. Nein. Ich dachte, ich mache irgendwie einen Erfolg. Oh, jetzt mach nicht auf Hey, sorry, dass ich kein iPad verlosen kann. I'm sorry, Bro. Ich habe noch die Fashion und Fitty Hollywood. Ey, Fitty Hollywood ist cool, der war in meinem Freundschaftsspielteam. Wow. Ey, du hast Red und Matthew im selben, das ist ja lustig. Red, die beiden ABFs. Das ist echt lustig, ey. Leute, ich habe die 1 im ganzen Magazin, den ersten Sticker gezogen. So ein Stern, Leute. Ja. Ich habe Ishtar, die gucke ich auch sehr, sehr gerne und sie ist auch so holo. Und ich bereue es gerade so, dass ich nicht drin bin, ne? Ja, ich hab's dir gesagt. Ich sage ihm voll oft immer so Sachen und dann macht er sie einfach nicht. Also ich sag so, boah, das wäre voll cool, wenn wir das und das machen könnten. Oder wenn du dich da und da auch anmeldest und er macht's einfach nicht. Ida, warum bin ich eigentlich in diesem Webster-Sticker-Album, so wie jeder andere Mensch? Weil du dich nicht kümmerst. Nee, das ist jetzt Ida dran schuld. Ich habe Rezo, kennst du den? Naja, der komische Haare. Eng. Der sieht aus wie so ein Pinsel. Der so in blaue Tusche getunkt wird. Dann habe ich Commander Krieger. Oh, das ist ein Premium-Pack, Leute. Deins ist völliger Schwachsinn dagegen. Okay. Nein, pass auf, Schatz. Ich habe erstmal die kenne ich nicht. Aber dann habe ich Concrafter in Glitzern. Und weil das noch nicht genug ist, auch noch Leon Mascher auch in Glitzern. Woo! Also das ist ein Pack. Also ich will Concrafter. Das ist okay. Du musst wieder reingehen. Mann! Aua! Oh, Leute, Akkuwechsel musste gemacht werden. Ja, ich habe nochmal Luca gezogen. Fanny Pilgrim, kennst du die? Ja, die kenne ich. Die hat sich vor kurzem die Haare richtig, richtig hellblond gefärbt. Also von der habe ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen, um echt zu sein. Also ich dachte so, Alter, sie hat es auch gemacht. Sie hat zwar mit dem Friseur gemacht und ich habe es natürlich wieder auf eigene Faust gemacht. Aber auf jeden Fall ist sie eine coole. Maggie Nur so. Weiber in dem Heftchen. Ja, ich habe wirklich das ultimative 5 Girls Pack gezogen. Das ist ja traumhaft für dich, oder? Schatz! Also ich habe Charmaine Loca, ich glaube, die war von Berlin Tag und Ja, die hier kenne ich irgendwoher. Ja, die ist so ein Model. Mit Stefanie Giesinger hängt die immer rum. So. Mann, hör doch mal. Wieso schmeißt es immer dahin, wenn ich hier einen schönen Stapel habe? Entschuldigung. Guck mal hier, genau. Ja, genau. Ja, super, Schatz. Danke. Dann habe ich nochmal Matthew. Und Worldwide Wohnzimmer. Hä, voll cool. Also die feiere ich ja richtig. Ja. Ich feiere Worldwide Wohnzimmer wirklich voll, nicht?
Doch, die sind lustig. Die sind wirklich richtig lustig. Ich finde, die sind so ein Kanal, die hätten schon echt viele Abos verdient. Ich finde, die übertreiben mit ihrem Humor immer ein ganz kleines bisschen. Aber... zu hart Satire manchmal quasi. Das verstehen die ganzen Zuschauer gar nicht auf YouTube. Das ist das Problem so. Wenn die im Fernsehen wären, das wäre was ganz anderes. Ja. So, okay. Tamtam, Moritz Gard. Grüße an Moritz Gard. Gehen auf jeden Fall auch raus an der Stelle. Und Tamtam. Schöne Grüße an Tamtam. Dann haben wir hier KF und Freakickers Lukas. Machen wir weiter, BS-Sigar hier. Ich hab Biber Nata West. Oh, cool. Ja? Ja, der Sandro, grüße ihn raus. Sarah Jolene, die ist, glaube ich, auch eine Instagramerin. Und achso, die ist auch von Köln. So, Schatz, ich mach dich jetzt glücklich, glaube ich. Und Bullshit TV C-Bass. Bullshit TV liebe ich über alles. So. Wir haben nämlich das Worldwide Wohnzimmer jetzt voll. Wir haben uns Dennis noch dazu gezogen. Yeah. Oh, Iblali in Glitzer. Ja, heute läuft's aber hier. Leute, schlag mich nicht. Ich habe noch nie Iblali geguckt. Das ist echt merkwürdig. Tom Shuffle, kenne ich nicht, du? Leute, tragt nicht so eure Cap. Wenn die Cap nicht so einen Schlitz da hat, dann trägt man die nicht so. Du bist ja in Julians Blog, gehen auch raus. Ich finde, das trägt man nicht so, oder? Keine Ahnung. Ich finde echt nicht. Ich habe hier ein Premium-Set gezogen. Ich habe schon wieder Bibernatra. Ich und Outfit of the Day, hä, hey, what the hell? Ich habe Altana. Geil, du. Dann habe ich Miss Bella in Glitzern. Die ist auch nice. Und? Miss Bella hat mir Schminken beigebracht, Leute. Und Emra. Anna-Maria, da habe ich auch noch, ich feiere an Cut richtig hart. Wir gehen raus, Emra. Fokussiert das immer nicht! Das fokussiert nicht! Der Autofokus war im Arsch, verhielt sich im Objektiv. Aber wie es gar nicht, es will gar nicht, es strengt sich gar nicht an. Siehst du das? Ja, der Autofokus geht nicht mehr. And we say goodbye, bye, bye. Mir ist ein kleines Minispiel eingefallen, Leute. Und zwar ziehen wir jetzt beide ein Pack und derjenige gewinnt diese Runde, der den größten YouTuber zieht, also die größte Abo-Zahl rauszieht. Okay. Und nicht alles zusammenrechnen, sondern nur ein YouTuber. Mhm. Also highest wins sozusagen. Gesundheit. Dankeschön. Wahrscheinlich habt ihr getroffen, oder? Okay. So, gucken wir mal, wen ich drin habe. Wahrscheinlich hast du jetzt direkt... ich hab hier irgendeine mit dem Pferd. Also ich glaube, ich habe gewonnen. Ich kenne bei mir nur Bullshit TV Phil. Okay, ich habe Kelly. Hat Kelly mehr als Bullshit TV? Ja. Na, ich glaube nicht viel. Doch, oder? Kelly hat, glaube ich, 1,5. Das ist doch mal jetzt interessant, du. Du hast ganz knapp gewonnen. Ja, sag ich doch. 30.000 Abos. Aua! Aber ich sag doch, die haben auch 1,5. Was bist du gerade im ADHS-Modus? In der ADHS. Okay, das war jetzt ein kleines Laber-Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Uwe. In Glitzern, Hilo. Ja, den kenne ich nicht, aber okay. Flying Uwe, nämlich immer die Mario Kart Videos. Ja, machte. Aber ich kenne ihn doch nicht. Hey, lol, ich dachte. Guck mal, das ist beide Twins in einem Pack. Ja, das ist krass. Halleluja. Das ist krass. Oh, Konsti. Was sollen die machen, dass sie irgendwie Verlosung zu gewinnen? Ihr könnt jetzt also dieses Album und ein paar Sticker und natürlich auch meine Sticker dazu gewinnen, indem ihr einfach dem Video einen Daumen nach oben gebt und in die Kommentare schreibt, was. Barit! Indem ihr einfach in die Kommentare schreibt, wer euer Lieblings-YouTuber ist. Und das war es eigentlich auch schon. Natürlich solltet ihr auch ein Abonnent von mir sein am besten. Und ja, hast du noch was zu sagen? Ich liebe euch alle. Schaut auf jeden Fall auch bei Marcel vorbei, macht ihr bestimmt eh jeden Tag. Und Cut. Dann würde ich sagen, oh, Cut. Cut ist auch noch ein sehr cooles Lesen. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hab dich gezogen! Was ist für ein cooles Ende. Ja. Okay, tschüss.